Irgendwie habe ich aber wieder Hunger. Hm, ist Mama schon wieder da? Wo ist Mama überhaupt? Ich habe sie heute den ganzen Tag gar nicht gesehen. Hm, ich glaube, ich gehe mal zu Zoe und frage, wo Mama ist. Zoe! Ja? Ich habe Hunger. Weißt du, wo Mama ist? Gut, ich habe auch Hunger, aber... Ja, wo ist Mama? Ich habe Hunger. Na, ich kann eben nichts machen. Ich bin noch zu jung dafür. Mama, weißt du doch. Ja, wo ist denn Mama? In der Wellness-Oase. Wellness-Oase? Den ganzen Tag schon wieder? Ja, lässt es sich mal richtig gut gehen. Die ist heute nicht da. Mann, jedes Wochenende lässt sie uns alleine. Aber was heißt das denn? Passt du dann wieder auf uns auf? Du kannst nicht so gut auf uns aufpassen. Ja, natürlich kann ich das. Aber denkst du, ich habe da Bock drauf? Wir kriegen heute einen Babysitter. Wir kriegen einen Babysitter? Ja, ist es Onkel Zino wieder? Nein, diesmal wird so ein kleines Casting stattfinden. Casting stattfinden? Oh, ein Casting. Ja gut, ich glaube, ich gebe... Weißt du schon, Sekt davon? Ich geh Sekt Bescheid geben. Ja. Ja, was? Hallo, Zack. Hallo. Ich muss dir was sagen. Ja, was ist? Mama ist mal wieder nicht da. Ich wollte mir gerade Müsli holen und dann war da kein Müsli. War voll blöd, aber aber was ist denn? Mama hat wohl wieder vergessen einzukaufen, aber ja. Das ist nicht wichtig. Zack, weißt du was? Wir kriegen heute einen Babysitter. Oh, nein, nee. Es ist nicht Onkel Zino. Hm. Ja, Onkel Zino wäre ja cool, aber einen anderen Babysitter? Ja, und weißt du, was mir Zoe erzählt hat? Zoe hat mir erzählt, es gibt ein Babysitter-Casting. Ein Casting? Ja. Das heißt, es kommen noch mehrere, oder wie? Ja, es kommen mehrere. Und noch was? Sollen wir dir ein Prank spielen? Ein Prank spielen? Ja, wir beide zusammen, wir machen Prank spielen? Was denkst du, wie alt ich bin? 5 oder was? Nein, ich spiele keine Pranks. Der soll mich einfach in Ruhe lassen und... Nein, also als ob ich Pranks spiele. Na gut, also nein. Genau, Pranks sind kannst lang... Du gern, ja. Pranks sind kindisch, ich mach das auch nicht. War nur ein Scherz. Okay, dann bis später, Zack. Ja, tschüss. Und bitte jetzt erstmal mich in Ruhe lassen, ne? Moment mal. Ein Prank am Babysitter. Also wenn die Idee von mir gekommen wäre, wäre das eigentlich eine gute Idee gewesen. Ja, ich glaube, das machen wir. Okay, aber wie pranke ich diesen Babysitter dann? Wir haben hier doch ein paar Sachen. Also, meine Fake-Chips. Wenn man die öffnet, dann kommt da eine Schlange raus. Also die ist echt mega, mega, mega erschreckend. Die benutze ich auf jeden Fall. Und das hier? Ja, damit kann man ja auch einen guten Prank machen. Aber ich möchte keinen Ärger kriegen und ich will auch nicht, dass er das Mama sagt. Ich sag einfach, Zane soll das machen. Hey Zane, mach mal Platz, hör mal auf mit Lego. Weißt du was? Ich hab's mir anders überlegt. Das mit dem Prank, ne? Also... Ist doch eine gute Idee. Ja, naja, also als die Idee von dir kam, da war ich schon ein bisschen kindisch, das muss man schon sagen. Aber dann habe ich mir das nochmal überlegt, weil ich würde das eigentlich auch gut finden mit dem Prank. Ja. Und wenn ich das sage, dann ist das ja cool und erwachsen. Okay? Deswegen machen wir das jetzt auch. Also du machst das auch, weil... Du willst auch cool und erwachsen sein. Ja, auf jeden Fall. Ne? Und deswegen, ja, mein Vorschlag und deine Umsetzung. Okay. Das ist die perfekte Kombination. Und ich habe hier zwei Sachen. Okay. Guck mal, kennst du das? Nein. Okay, also, wenn man das hier aufmacht und einen Chip rausholen will, ja. Tu es besser nicht, dann kommt hier eine Schlange raus. Nein, ja, echt, die Schlange? Ja. Aber das also können wir nicht machen. Natürlich können wir das machen. Nicht aufmachen. Okay. Also sag einfach der Babysitterin oder dem Babysitter, der gleich kommt, ob der einen Chip haben will. Und dann will der einen und dann... Gute Idee. Und hier ist der zweite Prank. Das ist, das sind die Zähne von Mama. Ja, keine Sorge. Also nein, sind sie eigentlich nicht. Das ist nur Seife. Guck mal, riech mal. Guck mal. Ja, stimmt. Riecht gut. Cool. Solltest du eigentlich auch mal benutzen. Ja. Seife für die Zähne? Ja, nee, nicht für die Zähne. Okay. Sondern, eher für die Hände eigentlich. Okay. Aber die sehen ja schon echt aus, ne? Ja, und was soll ich denn sagen? Ja, wir tun einfach so, als wären das die Zähne von Mama. Und dann denkt er sich wahrscheinlich so, Gute Idee. Du kannst ihn ja damit abwerfen zum Beispiel. Okay, super Idee. So, deswegen gebe ich dir die mal. Danke. Ich mache mich jetzt aus dem Staub, ich zock jetzt weiter und du machst das, okay? Okay, ich mach das. Sehr gut. Die sehen aber echt aus. Hat Mama wirklich keine Zähne mehr? Oh, hat's geklingelt? Ist wahrscheinlich der Babysitter, ne? Ich mach mal lieber auf. Hallo. Hi. Guten Tag. Ich bin der Cornelius, der Babysitter. Ja, hi Cornelius. Kommen Sie doch rein. Ich zeige Ihnen mal hier die Wohnung. Sehr gerne. Hervorragend. Ja, also das hier ist das Wohnzimmer. Das ist das Sofa, wie man schwer erkennen kann. Das ist das ist mein Bereich, weil das ist so meine Chill-Out-Lounge hier. Okay. Verstanden. Genau. Ansonsten habe ich noch zwei Brüder und... Wo stecken die? Die Racker? Der Kleine ist wahrscheinlich in seinem Zimmer, so wie immer, am Lego spielen und der Große, keine Ahnung, vielleicht am Zocken. Hallöchen, ich bin der Babysitter, ich bin der Cornelius. Raus! Okay, ich gehe schon wieder, Entschuldigung. Hallöchen,
Hallo, kleiner Mann, ich bin der Cornelius, ich bin der neue Babysitter. Ach, Sie sind der Babysitter. Ja, ganz genau. Hallo, Cornelius, ich bin der jüngste Sohn von meiner Mama. Hallo, ich habe schon viel von dir gehört. Ja, hi, ich spiele gerne mit Lego und ich bin ganz gut in der Schule und ich bin immer artig. Oh, cool, ich spiele auch gerne Lego. Und guck mal hier, Andere Frage, warum hast du eine Taucherbrille dabei? Einfach so. Warum nicht, sage ich immer. Ist das ein Modeaccessoire? Ja, das kann man so sagen. Ja, Mama trägt auch immer so komische Sachen. Also dann verstehe ich das tatsächlich. Hi, Cornelius, erstmal. Und Cornelius, ich muss dir was sagen. Was gibt's denn? Was liegt dir denn auf der Zunge? Willst du meine Lieblingschips? Oh ja, Chips mag ich gerne. Vielen Dank. Das ist aber wirklich sehr, sehr lieb von dir. Aua. Das war aber wirklich gar nicht mal nett. Also, das sind doch gar keine Chips. Das sind doch gar keine Chips drin. Das ist aber keine echte Schlange, nee, oder? Das ist eine Fake-Schlange. Das war ein Prank. Weißt du, was ein Prank ist, Cornelius? Nein. Ein Streich. Ein Streich? Ich hab dir das Streich. War aber kein cooler Streich. Doch, ich fand schon. Aber Cornelius, das war der Willkommens-Prank. Aber Cornelius, was anderes jetzt. Weißt du von den Aufgaben von Mama? Nein, ich weiß von keinen Aufgaben. Also, ich hab nur die Aufgabe bekommen, euch auf euch aufzupassen. Und? Das hat die Mama gesagt. Und die wichtigste Aufgabe ist, Cornelius, du musst das Gebiss von Mama reinigen. Das ist ein Gebiss, das reinigt jeder, das musst du reinigen, Cornelius. Cornelius, das ist nur ein Gebiss. Das zählt also zu meinen Aufgaben. Das zählt zu deinen Aufgaben, du musst das Gebiss reinigen. Na gut. So, während Cornelius das reinigt, habe ich eine Idee. Ich hab eine Idee. Also, das ist wirklich überhaupt nicht mein Aufgabenbereich, den ich eigentlich vorhatte, hier zu machen. So. Okay, So, ich lege jetzt die Lego-Steine auf den Boden und wenn der Cornelius gleich kommt, dann läuft er da drüber und tut sich weh. Das ist ein richtig guter Prank. Okay, ich glaube, die sind sauber. Fertig. Dann gehe ich jetzt mal wieder zum Zane zurück. So, Zane, also, ich habe jetzt hier diese Zähne sauber gemacht. Ich gebe dir... Aua! Aua! Wieso sind hier Legosteine auf dem Boden? Aua, das hat voll weh. Und weißt du was? Das ist kein echtes Gebiss, das ist Seife. Was, das ist Seife? Also, Cornelius, du bist schon ein Zollpatsch und ich habe die Legosteine extra auf den Boden geworfen. Aber das kannst du doch nicht tun, ich habe mir voll wehgetan und das war auch nicht nett. Weißt du was? Ich habe keine Lust länger auf euch aufzupassen, wenn ihr hier solche Aktionen abzieht. Ich bin raus! Ach Mann, der Prank war erfolgreich. Richtig gut. Aber es kommt wahrscheinlich gleich die nächste Bewerberin. Ich glaube, ich gehe rüber zu Zack und wir schmieden den nächsten Plan aus. Ja? Hallo, Zack. Hallo. Boah, zum Glück bist du nicht dieser komische Cornelius. Ja, ich habe ihn geprankt. Er ist weggelaufen. Wie? Hat das geklappt? Unsere Pranks? Das mit der Pringles hat funktioniert. Perfekt. Das mit dem Gebiss. Und ich habe noch Legosteine unten auf dem Mund verteilt. Oh, er ist drüber gelaufen. Ich bin stolz auf dich, Zane. Danke. Du hast dir sogar noch einen eigenen Prank dazu gedacht. Danke. Und ich muss sagen, also, ja, okay, der Lego-Prank war vielleicht ein bisschen kindisch, weil den hast du dir ausgedacht, aber... Hast du das noch? Klopft jemand? Ja, herein. Hallo ihr beiden, ich bin eure neue Babysitterin. Ja. Okay, aber das ist ja dein Zimmer, ne? Das ist das Zimmer von Zack, ja. Genau, Zack. Und Zane, dann einmal raus, bitte. Ja, also okay. Ihr geht bitte alle in eure Zimmer. Ja, du solltest mal besser rausgehen. Na gut, dann gehe ich raus. Na gut. Okay, und jetzt hast du erstmal genug gezockt? Wie genug gezockt? Hast du die Hausaufgaben fertig? Ja, habe ich fertig. Also Zoe hat mir gesagt, du hast immer mehr Hausaufgaben, als du behauptest. Ja, aber habe ich alle fertig und okay, ich kann jetzt auch weiter. Okay, dann pack die mal aus, ich will die kontrollieren, es wird nicht mehr gezockt. Mach ich später. Ich zieh das Ding raus. Ey, was soll denn das? Vorbei. Ja. Und so läuft das bei mir. Ja, aber warum? Also an die Hausaufgabe und wie sieht's hier eigentlich aus? Was liegt da für ein Kuscheltier rum? Ja, ist ja gut. Ja, ich räume schon auf. Bist du nicht zu alt dafür? So, der junge Mann hat erstmal Manieren gelernt und jetzt geht's ab zu Zane. So, mein Lieber, soll das hier ein Prank sein? Denkst du, ich trete da drauf? Ja. Glaubst du, ich falle auf solche kindischen Sachen rein? Ja. Du räumst das jetzt sofort weg? Ja, ich räume das weg. Bevor du Hausaufgaben machst? Ja. Und wenn das nicht in zwei Minuten hier weg ist, dann hol ich den Staubsauger und saug das ein. Okay, ich mach das schon weg, Ja, okay. Warum ist denn so streng? Ist ja voll streng. Also, ich mach das schon weg. Ein bisschen schneller? Ja. So, alles aufgeräumt. Jetzt mach ich doch meine Hausaufgaben. Warum ist hier Konfetti auf dem Boden? Das war Mama. Sie hat wieder mal zu lange gefeiert. Ich mach meine Hausaufgaben jetzt.
Ah, Zoe, da bist du ja. Du hast mir ja die Wohnung schon gezeigt, aber dein Zimmer habe ich ja noch gar nicht gesehen. Du bist immer noch am Handy. Du hattest das Handy ja schon in der Hand, als du mich reingelassen hast. So, ich werde das jetzt erstmal mitnehmen. Da kommt ein neuer Sperrcode rein. Hast du die Hausaufgaben schon gemacht? Ich habe keine Hausaufgaben. Wieso hast du keine Hausaufgaben? Das stimmt doch überhaupt nicht. Doch, Kinder haben immer Hausaufgaben. Wenn du keine Hausaufgaben mehr hast, kannst du noch die Hausaufgaben von letzter Woche neu machen. Das hilft bei der Festigung. Ich werde euch jetzt erstmal was zu essen kochen. Ich nehme das Handy mit. Du kannst nicht immer mein Handy wegnehmen. Ist sowas Ratatouille-artiges mit Tomaten und sowas? Echt sowas? Das ist mir egal. Das ist gut. Ich kann mein Handy haben. Du kannst nicht einfach mein Handy wegnehmen. Nein, Handy gibt's nicht. Boah, ist unglaublich. Zack, Zane? Ja. Seid ihr auch so angenervt? Ja, die ist halt echt mega hart drauf, ne? Die spinnt doch. Die hat einfach mein Handy weggenommen. Okay, also das geht echt zu weit. Ja, das ist echt, da war ja dieser Cornelius sogar eigentlich cooler. Ja, aber wir müssen auch sie vertreiben. Wie kriegen wir das hin? Also ich glaube, mit Pranks werden wir das nicht schaffen. Nein. Aber ich habe eine Idee. Wir rufen die Polizei. Ja, und was sagen wir der Polizei? Was sollen wir denn sagen? Die sagen, die ist eine Einbrecherin, weil dann kommen die und dann wird die abgeführt. Das ist eine gute Idee. Das ist aber schon ein bisschen krass, oder? Ja, aber das ist aber ganz krass. Ehrlich, wenn ich mein Handy dafür wieder haben kann, dann ist das krass wert. Und sie hat mich angeschrien. Also weißt du was? Hast du noch dein Handy hier? Nein, hat sie nicht. Nein, die das ja gebraucht. Okay, aber ich hab mein Handy. Hast du dein Handy? Ja, okay. Also wie. Okay. 110 ist die Nummer. Ja, okay, so. Meinst du, die glauben uns das? Ich möchte einen Einbruch melden. Ja, genau. Pinke Haare. Die Einbrecherin hat pinke Haare und die ist mega unfreundlich. Ja. Ja, okay, und in 5 Minuten, okay. Und in der Max-Lutzke-Straße. Ja, genau, an der Hausnummer 20, ja. Okay, super, bis gleich, danke, beeilen Sie sich. Und die kommen jetzt gleich? In 5 Minuten. Aber könntest du dir noch so eine Pizza mitbringen? Oh, Zane, also das ist jetzt wirklich wieder zu kindisch. Oh Gott, das wird ein Drama geben. Ja, aber gut, die Polizei kommt ja gleich auch schon. Entschuldigen Sie? Ja? Sind Sie hier wohnhaft in diesem Haus? Nein. Dann einmal bitte mitkommen zur Waffe. Wer sind Sie denn? Wir sind die Polizei und wir haben einen Anruf erhalten, dass Sie hier eingebrochen sind. Nein, ich bin hier nicht eingebrochen, ich bin hier zum Arbeiten. Sind Sie hier wohnhaft? Nein. Also, aber ich soll doch einmal bitte mitkommen, keine Widerrede, das können Sie alles dem Richter erklären. Okay. Mama, ich hab Hunger! Mama, bist du schon wieder nicht da? Du kannst nicht so gut auf uns aufpassen. Natürlich kann ich euch auf... Hä? Oh mein Gott! Ich kann das gar nicht sagen. Okay, ich sag jetzt was anderes. Ja, natürlich kann ich das. Sprachfehler. Okay. Mama ist mal wieder nicht da. Ja, das habe ich auch schon mitbekommen, aber ist ja jetzt auch nichts. Ja, das habe ich auch schon mitbekommen. Ich wollte gerade mir Müsli holen und dann war da auf einmal kein Müsli. War auch voll gen... Ihr bleibt doch ernst. Ich bin ja Cornelius, der Babysitter. Ja, der Prank war erfolgreich. Ich glaube, ich gehe mal rüber zu Zane und sage Zane, wie erfolgreich der Prank war. Zack. Ach ja, warte mal nochmal. Ja! Hallo, Zack! Boah, zum Glück bist du nicht schon wieder dieser komische Richard. Nee, der ist Cornelius Richard. Also, Richard war, glaube ich, sein Zweitname. Ja, oder lass einfach nochmal machen. Okay. Zoe hat mir schon alles gezeigt, aber das ist doch dein Zimmer. Also, Freundchen, raus hier. Ja gut, dann gehe ich raus. Ja, raus. Na, guck mal, sag mal, du guckst dahin. Ich bin der Kameramann. Okay, stimmt, sorry. Nein, alles gut. So, dem jungen Mann habe ich erstmal mein Hirn... Nein, nicht in die Kamera, sorry. Genau, alles gut. Ich habe es lange nicht mehr gemacht. Alles gut.